Der spartanische Geist. Für manche faszinierend, für andere abschreckend. Hat doch dieses kleine Volk auf der Pelopsinsel geschafft, sich die Vorherrschaft der Region durch harte Kämpfe zu erringen und seine Untergebenen, die Periöken, in strenger Knechtschaft zu halten. Die Spartaner waren es, die ebenso Männer wie Frauen einem harten Training unterzogen, schwächliche Kinder vom Taygetos-Felsen warfen und Verlierer aus ihrer Gemeinschaft ausstießen. Die Spartaner hatten ihre Vorherrschaft durch harte Kämpfe errungen, die sogenannten messenischen Kriege. Auch in den Perserkriegen sowie im Peloponnesischen Krieg waren sie eine entscheidende Kraft und haben den spartanischen Geist bis in unsere Zeiten lebendig gehalten. Doch dieser spartanische Geist stammt nicht nur aus Anekdoten. Es gibt auch schriftliche Zeugnisse, die belegen, mit welchen Bildern man in der Erziehung und der Vorbereitung zum Krieg arbeitete. Einer der uns noch bekannten spartanischen Dichter ist Tyrtaios. Er lebte im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, er war in spartanischer Manier erzogen, kämpfte in einigen Schlachten und hinterließ uns einige Dichtungen. Wir wollen uns einige Verse genauer anschauen, in denen der Dichter uns vor Augen führt, was mit denen geschieht, die im Kampf schwächeln und nicht den Heldentod fürs Vaterland sterben wollen. Die Übersetzung habe ich möglichst wortgetreu wiedergegeben, damit sich das griechische Original besser nachvollziehen lässt. Man achte vor allem auf den marschähnlichen Charakter, den man in die elegischen Distichen hineininterpretieren kann. Tetnamenae galkalon, eni bromachoisi pesonta, andragaton peri, he patridi marnamenon, tent autu proliponta, polin kai pionas agrus, ptochoiein panton, est anier rotaton. Platzomenon symmetri, file kai patri geronti, paisi gesyn mi kreus, curidiet alocho. Tot zu sein nämlich ist schön für einen, der in vorderster Reihe gefallen ist, einen tüchtigen Mann für seine Heimat im Kampfe, für einen, der seine Stadt verlassen hat und die fetten Äcker, um Bettler zu sein, ist von allem das Schändlichste, herumirrend mit der geliebten Mutter und dem alten Vater und mit den kleinen Kindern und der angetrauten Ehefrau.